herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Da sich mein Dragon Ball Xenoverse 2 sich total verbuggt hat und musste ich zwangsweise halt alle Mods deinstallieren. Das heißt, ich habe meine Frisur natürlich auch verloren, meine ganzen Super Saiyajin Kräfte natürlich auch, meine ganzen Fähigkeiten natürlich, alles weg. Die füge ich jetzt aber mit der Zeit wieder hinein, ist jetzt aber auch erstmal noch nicht so wichtig. Was jetzt erstmal wichtig ist, wir haben jetzt alle DLCs, das heißt also, wir werden jetzt auch noch bald alle Parallelquests machen. Ich habe hier ganz viele neue. Ich würde mal sagen, wir kämpfen mal mit unseren neuen Helden, die wir durch das neue DLC dazu bekommen haben, beziehungsweise das neue Update. Das heißt, wir kämpfen heute mit Gogeta, mit Broly, Zamasu, Dämonengott Demigra und natürlich Mira. Die will ich euch jetzt mal vorstellen. Ich denke mal, das Video ist schon älter jetzt. Also nicht das Video, also die Charaktere sind ja schon ein bisschen länger draußen natürlich. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ich meine, ich habe eigentlich noch so lange gewartet, bis das eigentlich geupdatet wurde, damit ich wieder mit meinem Charakter weiterspielen kann, aber anscheinend war das Warten umsonst. Aber wir werden uns das wieder alles hineinfügen. Das ist ja kein Problem, wir sind ja noch in dem gleichen Level. Und die Skills habe ich ja alle auf meinem PC. Heißt also, wir werden uns die dann einfach wieder hinzufügen und das war's. Also, das ist auf jeden Fall Gogeta. Der sieht auf jeden Fall total klein aus. Broly ist auf jeden Fall total groß. Er kann im Wutschbund. Anscheinend tut er sich sehr schnell teleportieren. Ist eine coole. Verbraucht aber Ausdauer und Ki. Dann das Bestrafungsschild. Das habe ich schon gesehen. Das sieht auch hammerheftig aus. Die ist total OP. Den Geistblaster. Ist auch ganz cool. Auf jeden Fall. Super Wut-Tanz. Ich denke mal, lange wird das sowieso nicht dauern mit dem Patcher. Bis der wieder geupdatet, also beziehungsweise weg ist, dass er wieder geupdatet werden muss. Weil am Anfang Januar erscheint ja, leider Gottes, auch wieder das neue Update. So, seine Ulti sind auf jeden Fall super Kamehameha. Teleport, Abwehr und natürlich die neue Attacke Götterrächer. Die sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. So, zack. Ihr dürft gleich schon mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen ihr besser findet. Findet ihr Gogeta besser? Oder findet ihr Broly besser? Wir werden natürlich jetzt erstmal zu Broly wechseln, den habe ich auch noch nicht getestet. Bin mal gespannt, also ich freue mich extrem, dass ich das DLC auch jetzt habe, beziehungsweise gekauft habe. Ich habe mir dann gleich alle DLCs gekauft, weil ich hatte ja die ganzen extra Packs noch nicht. Der Broly sieht auf jeden Fall verdammt heftig aus. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und er greift auf jeden Fall verdammt heftig und cool an. Ja, also finde ich cool. Was ich mir natürlich noch ein bisschen mehr gewünscht hatte, wäre der normale Broly gewesen, der sich dann in den Ikari Wrathful, also mit diesen gelben Augen, verwandeln hätte können. Dann natürlich in den Full Power Super Saiyajin. Und dann in dieser Form auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall cooler gewesen, aber ist ja auch egal. Geile Attacke auf jeden Fall. Er kann sofortiger Aufstieg. Und er kann einen Riesenmeteor, kann er auch. Da hätte ich mir natürlich diese Attacke gewünscht, die er auch in Dragon Ball Legends abfeuert, beziehungsweise auch im Movie natürlich abfeuert, diesen riesen Ballattacke, die er mit beiden Händen oben auflädt und dann
Die Attacke ist auf jeden Fall ein Muss, die finde ich verdammt cool, aber ich hätte mir natürlich die Attacke gewünscht, wo er halt mit beiden Händen sozusagen eine riesige grüne Kugel erschafft. Aber gut. Ihr dürft jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr besser findet, Gogeta oder Broly. So, dann testen wir natürlich auch mal Zamasu. Wieso haben die nur vier Attacken? Ja, komisch. Auf jeden Fall werden wir das Spiel noch komplett durchspielen, jetzt egal ob mit diesen komischen Haaren oder ohne. Das interessiert mich jetzt gerade nicht so wirklich. Der sieht auf jeden Fall sehr stark und cool aus. Gibt es natürlich auch als Mod. Alter. Der greift echt verdammt cool an. Stark. Was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Für uns Modder? Ich denke mal jetzt, da wir jetzt diese neuen Charaktere haben, so wie Gogeta, Blue und sowas, denke ich mal zu 99% kann man jetzt mit diesen Charakteren neue Mod-Charaktere erstellen, was ich total geil finde. Mich auch mega drauf freue. Geil. Auf jeden Fall finde ich Zamasu doch ganz cool. Hat leider keine Ulti. Warum auch immer. Dann gehen wir mal zu Dämonengott Demigra. Also wie gesagt, ich wollte euch erstmal die Charaktere vorstellen und ich denke mal, wir werden jetzt die Tage noch werden wir einen Livestream machen, wo ich natürlich die ganzen Parallelquests noch mache. Die Story haben wir ja komplett durch, wie wir wissen. Die Migra gefällt mir am besten. Ich finde die Migra echt cool. Geil. Verstehe nicht, warum sie den nie als spielbaren Charakter gemacht haben. Der ist zwar verdammt OP. Verstehe ich auch. Aber ich finde ihn einfach total cool. Genauso wie Mira, finale Form. Warum haben sie den nicht reingemacht? Das ist ein verdammt cooler Charakter. Auch cool. Energieschießer. Ja gut, die ist ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Und dann testen wir noch den letzten Charakter, ist Mira. Und natürlich kämpfen wir gegen Demigra. Also auf jeden Fall mega cool. Die neue Map gefällt mir übrigens mega gut. Weil es gab ja schon als Mod diese Turnier der Kraft Map. Aber klar, die war auch cool, aber nicht so cool wie wie diese Map jetzt. Da haben die nochmal so ein bisschen was draufgelegt. Alter, der sieht auch echt so hammer cool aus. Den Charakter habe ich mich auf jeden Fall gewünscht, immer. Also alle drei am besten. Genauso wie Trunks, glaube ich, war das ja. In dieser neuen Form gab es ja leider auch nur. Hä? Verstehe ich nicht. Die Attacke ist auf jeden Fall total stark. Gallic-Strahlkanone. Wutuntertasse. Und schwere Bombe. Sehr cool. Wir werden auf jeden Fall auch noch diese Events mitmachen. Auch von mir aus offline, also dass ich die Mods deaktiviere. Jetzt ist das ja sowieso kein Problem. Was das jetzt kann, weiß ich so ganz nicht, aber ist auch egal. Aber auf jeden Fall verdammt coole neue Charaktere.
Das muss ich schon sagen. Ihr dürft jetzt mal in die Kommentare schreiben, welchen wie ihr am besten gefunden habt. Von allen fünf. Ich bin damit raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kam jetzt ein bisschen spät, ich weiß. Aber besser spät als nie. Ich bin damit raus. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Daumen nach oben vielleicht auch. Und ich bin damit raus. Ciao.